Hallo, ich bin Projektheld. Und diese S51 kennt ihr schon aus den letzten Videos. Um sie jetzt endlich fertigzustellen, fehlt eigentlich bloß noch ein richtiger Tacho. Ich bin zwar auch so schon mitgefahren, weil ich vorne mein Handy rangemacht habe und ein GPS-Tacho drauf hatte. Aber jetzt möchte ich einen richtigen Tacho verbauen. Dafür habe ich mir den hier gekauft. Der gleicht sich ja noch ein Drehzahlmesser. Das Problem ist bloß, das hier ist ein elektronischer Tacho. Das heißt, wir brauchen einen elektronischen Sensor. Den kann man nicht an die Tachowelle anschließen. Und den Sensor habe ich hier. Und wie ich das Ganze verbaue, das zeige ich euch jetzt. Davor möchte ich aber noch was zu dem Tacho erzählen. Den Tacho, den ich mir ausgesucht habe, der ist von Daytona. Den habe ich mir mal im Angebot und mit so einem Rabattcode bei, ich glaube, Blues oder Polo bestellt. Vorneweg, ich kriege dafür kein Geld, dass ich da Werbung mache. Man kann aber tendenziell jeden elektrischen Tacho verwenden und auch jeden Sensor. Beim Sensor habe ich mich für einen MMD-Sensor entschieden, einfach nur, weil der ziemlich klein ist und da kann ich ihn am besten verstecken. Man könnte theoretisch auch so einen Fahrradsensor nehmen, also den man quasi hier irgendwo verbaut und dann an die Speichen so einen kleinen Magneten reinklemmt. Das wollte ich aber nicht machen, weil ich finde, es sieht so ein bisschen blöd aus und ein bisschen billig, sondern ich möchte es lieber schön hochwertig machen. Ich habe mich jetzt für den entschieden, weil er eine Retro-Optik hat und dadurch finde ich, passt er ganz gut zum Moped und zudem ist er auch noch ein bisschen größer. Also da kann man einfach besser ablesen. Und weil es ein Drehzahlmesser und ein Tacho ist, finde ich es auch gut, dass er größer ist, weil den werde ich dann schön in der Mitte montieren. Und dann sieht es auch einfach stimmig aus. Außerdem hat der Tacho alles, was ich in den 5 Gründen im letzten Video beschrieben habe, warum ich überhaupt einen elektrischen Tacho verbaue. Und deswegen passt der für mich perfekt. Aber wenn ihr einen anderen nehmen wollt, könnt ihr es auch gerne machen. Und ich freue mich auch sehr über Bilder, die ihr mir schickt und dann zeigt, was der Tacho ihr verbaut habt. Ein Grund, den ich noch nicht erwähnt habe, in dem letzten Video ist, dass ich einfach generell einen anderen Tacho haben wollte und zwar nicht so einen normalen Simson, sondern irgendwas Besonderes. Und einen mechanischen Tacho kann man nicht so einfach tauschen, weil da geht es nämlich um das Übersetzungsverhältnis im Tacho drin, weil die Tachowelle mit einer gewissen Geschwindigkeit dreht und da muss eben das Übersetzungsverhältnis im Tacho stimmen, dass dann auch die richtige Geschwindigkeit angezeigt wird. Und dafür gibt es den sogenannten K-Faktor und der liegt bei Simson bei 1,0 und es ist nicht gerade üblich. Die meisten Tachos haben da andere und deswegen ist die Anzahl von den Tachos, die man da sonst noch nehmen kann, relativ begrenzt. Und das war auch noch ein Grund für mich, dann doch einen elektrischen Tacho einzubauen, weil ich einfach eine riesen Auswahl habe. Als erstes kümmere ich mich um die Anbringung von dem Tacho. Und dafür muss ich erstmal mein Handy hier wieder abmontieren. Der Tacho soll ungefähr hier so leicht schräg montiert werden. Und weil das mit der Halterung, die da mitgeliefert worden ist, nicht möglich ist, müssen wir dafür jetzt erstmal ein Blech anfertigen, um den hier richtig schön zu positionieren. Für das Blech habe ich mich dann erstmal dafür entschieden, eine Schablone anzufertigen. Und dafür habe ich einfach einen Pappkarton benutzt. Den Pappkarton habe ich dann erstmal ganz grob in Form geschnitten. Und dann habe ich den angehalten und mit den Schrauben fixiert und den Lenker auch wieder angeschraubt. Und dann konnte ich in Ruhe alles anzeichnen, was ich sehen wollte. Und dann habe ich die Schrauben vom Tacho reingedrückt in die Pappe, dass man dann Abdruck sehen kann. Und dann konnte ich die originale Halterung wiederum als Schablone für meine Schablone verwenden. Dann habe ich das Ganze noch verbunden, ausgeschnitten und dann auf ein Metallblech übertragen. Und das Metallblech habe ich dann mit der Stichsäge ausgesägt. Und dann noch die Löcher reingebohrt. Und gebogen und als allerletztes habe ich dann noch das Blech lackiert und dann konnte ich den Tacho schon verbauen. So, hier bin ich wieder in der Garage. Hier habe ich das fertige Teil. Ist eigentlich ziemlich simpel. Sieht aus wie ein Haar und hat 6 Löcher drin. Und ist natürlich genau angepasst, genau auf den Tacho. Die Biegung ist auch schön drin. Ich habe es auch schon mal angehalten, bevor ich es lackiert habe, um mir anzuschauen, wie es aussieht. Und genau so gefällt mir die Biegung eigentlich ziemlich gut. Jetzt baue ich den Tacho da oben dran. So, das war's jetzt für den ersten Teil von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst doch noch mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten solltet ihr den Kanal noch unbedingt abonnieren. Und sobald der zweite Teil auch fertig ist, werde ich ihn euch hier oben verlinken, dass ihr ihn da auch anschauen könnt. Ansonsten könnt ihr nochmal den kompletten Neuaufbau von dem Moped hier unten anschauen.